Willkommen zu unserer FNs 23 My Team Karriere hier in Melbourne, zu unserer Season 2. Und Melbourne war eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Pflaster für uns. Ich mag die Strecke extrem und ich hoffe auch, dass wir in unserer zweiten Season hier wieder punkten können. 32 Grad, das heißt, wir sind hier ja wirklich im Sommer. Es ist heiß und es ist sehr genial. 5,2 Kilometer, 14 Kurven und 4 DS, also nur 3, sorry. 3 DS Zonen machen das Ganze eigentlich. Es sind 4. Die Anzahl, das stimmt doch nicht, oder? Ich glaube, es sind doch 4, oder? Ja. Es sind 4. Ich glaube, nur die Animation stimmt nicht. Ich freue mich extrem, hier zu sein. Und let's go. Qualifying-Runde. Die war in letzter Zeit nicht so gut. Nigel hat uns da echt oft kassiert. Scheitel verpasst. Abonniert unbedingt gerne kostenlos den Channel. Lasst doch gerne ein Däumchen runter, falls euch meine Videos gefallen. Hier geht's in die erste DS-Zone und schaut auch gerne auf Social Media vorbei. IT-Gaming oder auch gerne auf Itz-Tobi auf TikTok. Das ist aktuell immer noch der 22. Platz, obwohl wir eigentlich an Carlos Sainz dranhängen. Das bedeutet aber auch auf jeden Fall, dass das Feld sehr eng beieinander ist. Es werden doch schon 3-4 Zehntel sein. Trotzdem muss ich sagen, ja, meine Stärken liegen im Mittelsektor, wo sie jetzt auch reingeht. Das ist ein genialer Sektor. Eigentlich viel Full Speed, man hat nur, und hier geht's in die zweite DS-Zone. Man hat hier eigentlich nur, ja, eigentlich nur eine Kurve. Und das ist diese Kombination hier. Jetzt geht's hier rein. Links, rechts, wir haben nur eine Zehntel im Mittelsektor verloren. Das ist auch der Grund, warum wir auf den 18. Platz sind aktuell. Ich weiß nicht, irgendwie sind wir in unserer zweiten Season nicht mehr so strong wie in unserer ersten Season. Das Auto entwickelt sich anscheinend in die falsche Richtung. Es ist P18 aktuell. Jetzt doch in den letzten, ja, Sektor hier alles geben. Jetzt einmal hier lupfen und da, okay, lupfen ist ein bisschen vielleicht zu wenig. 16. Platz beim Rostbeschleunigen, alles mitnehmen. Das war okay, das ist bis 16, glaube ich. Ja, bis 16. Das ist sehr strong, würde ich sagen. Ich glaube, aber Nigel wird uns schlagen. Gucken wir uns das mal an. Uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Russell, Gasly, Verstappen, Perez, Hamilton, Albon, Ocon, Norris, Joe, Oscar Piastri, Mansell, Stroll, Bottas, der Wissenschaftler, Magnussen, Tsunoda, Hülkenberg, Doohan, De Vries und Logan Sargeant. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. P13 für Nigel, da war er wieder ein Ticken besser. Da vorne links sehen wir eh, er ist ein guter Qualifier im Rennen, muss er noch ein bisschen an Pace zulegen. Let's go Melbourne und wir kommen gut weg. Besser wie Magnussen, besser wie Stroll und vor allem auch besser wie Nigel auf demselben Reifen. Das ist natürlich dumm, dass der, oh mein Gott, da bin ich sehr spät auf der Bremse und kann, ja, da muss ich, ja, auf jeden Fall noch Albon den Platz zurückgeben. Fällt mir auch immer öfters auf, dass wir immer wieder gegen Albon kämpfen. Jetzt können wir hier außen mal an ihm vorbeigehen und der Start war eigentlich sehr erfolgreich. Machen wir fast den Leclerc vor im heurigen Australien. Können wir aber innen noch einmal durchstechen und das ist dann mal der 8. Platz. Das wäre ja wirklich ein sehr stronges Ergebnis. Vielleicht ist noch mehr drin. Da vorne gibt es ordentlich Fights. Es sind auch ein, zwei Alpine davor noch mit dabei. Das bedeutet, wir könnten da wirklich noch was gut machen. Auch Perez, ich glaube, der kann das Tempo nicht ganz halten mit seiner speziellen Strategie, die er gefühlt in jedem zweiten Rennen nimmt. Ich mache mir recht Sorgen, was mit Perez im echten Formel 1 aktuell abgeht. Man muss echt sagen, Checo, das ist gar nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Wieder gecrashed in FP1 und ja, hier wird sehr eng und das liegt an dem Alpine da vorne. Der fightet mit Verstappen. Jetzt gehen wir aber mal kurz in die Start-Replay. Wir sind dieses rötliche Auto, nicht das rechte, sondern das linke. Warum steht Mansell so weit hinten? Ich habe keine Ahnung. Oder warum ist der vor Mansell so komisch gestanden? Interessant, interessant auf jeden Fall. Da kommen wir nah neben die Strecke. Ich kann mich auch nicht in Luft auflösen, aber natürlich kann da auch der Haas nichts für. Da muss man einfach früher bremsen oder damit rechnen, das ist ganz klar. Hier können wir dann außen an den Albon vorbei. Bin ich ein bisschen zu weit neben der Strecke, dann ist Albon wieder vorbei und dann sind wir wieder vorbei. Und ja, das war dann mal die erste holprige Phase. Jetzt geht's zurück hier in diesen Intensive Fight, Runde Nummer 2. Und Lewis Hamilton und auch die anderen hier, Perez und unter anderem, werden aufgehalten von den Alpine-Jungs, die anscheinend ein sehr gutes Qualifying hatten.
Also die Alpine-Jungs, die waren sehr strong im Qualifying. Jetzt gehen wir hier raus und ja, rauf hier. Jetzt im Windschatten. Perez sollte eigentlich schaffbar sein, auch wenn er vielleicht das bessere Auto hat, hat er halt die viel schlechteren Reifen. Jetzt hier am Perez dran, Windschatten und DRS, ERS on. Es ist trotzdem, DRS ist ja noch gar nicht aktiviert, ich Idiot. Nein, das ist jetzt mal nur der Windschatten und der ist wirklich strong. Also unser Auto ist aerodynamisch. Ich würde sagen, wir sind so ein bisschen aktuell der Williams. Der ist ja auch auf den Geraden sehr schnell, aber in den Kurven etwas langsam. Und das sehe ich auch uns leider ein bisschen. Ich upgrade ihn nicht mehr in Antrieb. Wir upgraden, oh mein Gott, der Alpine hält sich da vorne und hält da auch schon die zweite Runde für Verstappen und Leclerc hinter und auch auf. Also man muss sagen, er hält sie zwar hinter sich, aber er hält die auch auf jeden Fall. Hier jetzt dann gehen wir an Checo vorbei. War jetzt doch keine Masterclass-Arbeit, weil es war einfach. Er hatte auch die viel härteren Reifen. Warum Perez immer mit diesen harten Reifen startet, ich weiß es nicht. Und ob die Pläne aufgehen, die man sich erwartet, kann ich euch auch noch weniger sagen. Die Alpine-Jungs machen auf jeden Fall ihren Job. Die helfen uns hier wirklich ordentlich, denn wir können hier dadurch so gut mitkommen. Ist natürlich blöd, weil die Ferrari und die Mercedes, die da vor ihm sind, ja davon ziehen können. Trotzdem ist mir das egal, dem wäre ich sowieso nicht nachgekommen. Jetzt haben wir hier Charles Leclerc und der hat auch zu kämpfen und Verstappen auch. Also die arbeiten beide immer noch hardcore dran an dem, ich weiß nicht, wer es ist, Esteban oder ist es doch Gasly? Ich glaube aber es ist Esteban Ocon und ja, der ist auch sehr strong, das haben wir auch in der letzten Season gemerkt und hat richtig Biss. Jetzt ist das DS auch aktiviert, nur jetzt sind wir fast aus dem DS-Fenster rausgefallen. Das sind nur noch sehr knapp 7 Zehntel, also es sind 7 Zehntel Rückstand schon. Und da unten wird es jetzt echt knapp werden, denn irgendwann wird das Leclerc und vor allem Verstappen zu mühsam werden und die werden damit mit dem Messer zwischen den Zehen reingehen. Jetzt sind wir schon in der 4. Runde und die haben es immer noch nicht geschafft. Ja, immerhin ist Max Verstappen mal an Pierre Gasly vorbei, okay. Und ja, Leclerc jetzt, ja, wird auf jeden Fall auch bald den, dem werden auf jeden Fall bald die Nerven da zu Ende gehen. Jetzt sucht der Schütz echt knapp aus, er wird aber hinten bleiben. Denn auf dieser langen Geraden, da willst du auch das DS haben. Und so ist es auch, der bleibt hinten. Ich glaube auch nicht, dass er da vorbeigekommen wäre. Jetzt im Windschatten, da wird's was. Wir sind hier leider nur Zuseher. Kommen, können der Pace jetzt leider nicht ganz verfolgen, weil auch Gasly ein Tick schneller ist als wir. Nur mit diesen ganzen Fights können wir da schön dranbleiben. Wir haben da auch eine schöne Lücke zum Teamkollegen, zu Esteban Ocon. Sind da knapp, ja, 2,5 Sekunden. Ich glaube aber jetzt wird's knapp werden, denn Leclerc ist ordentlich dran. Der ist mit dem Messer zwischen den Zähnen hier jetzt. Glaube ich, könnte es was werden. Und ja, Mann, mach es endlich. Wir bekommen noch einmal DS. 6 Zehntel sind das da ganz. Ja, hat gereicht, Leute. Er ist noch immer nicht vorbei. Jetzt haben wir aber ordentlich abreißen lassen. Die beiden haben immer noch eine Pace. Das ist wirklich ein Wahnsinn. So, wir sind natürlich jetzt ordentlich abgeschlagen. Oh. Sei vorsichtig. Wir vermuten, dass du ja. Mich wundert es auch ein bisschen, warum Gasly nicht an Leclerc vorbeikommt. Das ist sehr weird. Trotzdem, ja, ist der Reifenverschluss wieder enorm. Das ist echt ein Wahnsinn. Gott sei Dank haben wir nach hinten hin genug Platz, weil Perez da ein bisschen den Bremsklotz macht. Ich glaube, es wird trotzdem unfassbar schwierig werden. Wir haben immer um die 2,5 Sekunden. Vorne und auch hinten, also wir sind so ein bisschen in der Schwinge, aktuell können wir da noch mithalten, aber es wird halt immer knapper, denn unsere Reifen werden immer schlechter und Perez seine werden aber im Vergleich dazu vermutlich besser werden und dann wird es halt ja knapp werden, denn auch sein Auto ist natürlich um Welten schneller und jetzt müssen wir halt aufpassen und ja, da merkt man auch schon die ersten ja, Abnutzungserscheinungen. Es ist halt, Perez wird extrem schnell, gerade in den letzten paar Kurven hat er richtig aufgeholt und ich glaube auch, dass er uns mit dem Tempo safe in der nächsten, wenn nicht in der übernächsten Runde haben wird. Und da müssen wir jetzt auch mal gucken, Runde 9 bis 14 ist Pit Window Open. Wir sind jetzt Runde 8 Ende und es sind nur noch 1,6 Sekunden zu Perez und jetzt entscheide ich mich, ja, die Reißleine zu ziehen nach Runde 8. Wir gehen in die Box rein. Ich glaube auch 8 Runden hätte ich den Reifen gar nicht zugetraut. Wir sind auch die Ersten, die so ein bisschen dieses Pit Window einläuten. Trotzdem wird es interessant werden, Leute. Wo kommen wir raus, wenn alle drin waren? Wo werden wir stehen? Ich bin gespannt auf jeden Fall. Das Team darf auf jeden Fall nicht verkacken.
Und das macht es nicht. 2,5 Sekunden ist eigentlich ein ordentliches Ergebnis. Jetzt heißt es noch einmal pushen, was das Zeug hält. Wir fallen zwar auf den letzten Platz zurück. Guan Yu ist zwar draußen, aber ja, trotzdem auf den letzten Platz zurück. Haben immerhin auch ein bisschen Rückstand zu Logan Sargeant, der hoffentlich, ja, der biegt jetzt in die Box ab. Ich bin gespannt, um jetzt einen Williams zu überholen. Es wird trotzdem sehr, sehr schwierig werden, denn auch die ersten Leute vor uns sind in der Box, Ben. Und da kommt Charles Leclerc. Der Undercut hat funktioniert, Leute. Er ist so von Esteban Ocon aufgehalten worden und er hat ihn in der Box überholt, oder? Ja, kurz davor. Das ist natürlich toll. Wir haben sogar 1,5 Sekunden Vorsprung. Der Undercut hat zwar funktioniert, ist aber dann zum Schluss hin natürlich wieder sehr, sehr schwierig, die Reifen am Leben zu halten, denn unsere Reifen sind jetzt 2 Runden älter. Das wird auf jeden Fall eine enge Kiste werden. Jetzt sind wir hier an Jack Doohan dran, der war ja in Saison 1, Hälfte 1 bei uns. Dann ist er ja gegangen für Oscar Piastri, der ja dann die restliche Season da war. Und auch die anfangs restliche Season, also nein, ich glaube Jack hatten wir doch die komplette erste Season, oder? Da bin ich Idiot, nein. Natürlich hatten wir Jack, dann Piastri und dann Mansell. Wir sind erst jetzt in der ersten Hälfte. Da gehen wir weit und ja, dann nehmen wir die Kurve. Dann müssen wir auch ja, Jack wieder ziehen lassen. Das ist natürlich gar nicht gut. Aber ja, jetzt können wir hier reingehen. Das ist jetzt Platz Nummer 11. Das ist gut. Und die vor uns, die Leute waren noch nicht in der Box drin. Das hat natürlich jetzt viel Zeit gekostet gegen Jack Doohan. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass uns Leclerc das Leben auf jeden Fall schwer machen wird, sollten wir nur irgendwie hinten halten können. Da sind nämlich nur 1/2 Sekunde. Jetzt ist Pierre Gasly in der Box drin und der hat den Overcut eigentlich geschafft. Er war länger draußen und hat es geschafft, da vor uns rauszukommen. Da können wir aber mit den ja schon in Temperaturreifen an ihm vorbeigehen. George Russell jetzt vor uns, der ist sowieso, glaube ich, kein Thema. Trotzdem muss ich sagen, der 6. Platz aktuell, Leute, es ist ein Wahnsinn. Selbst wenn uns die 1-2 Leute hinter uns überholen, da ist danach eine riesen Gap. Nach Leclerc ist da ein Loch. Das ist, ja, einfach insane, oder? Ich würde das schon als sehr, sehr gut, sehr, sehr gut sagen. Jetzt zieht zwar der Pierre Gasly wieder vorbei. Ich glaube aber, dass wir uns den vielleicht irgendwie wieder zurückholen können, denn unsere Autos sind gleich strong und nein, Gasly war ja vor Leclerc. Also Gasly macht da den Overcut und dieser Fehler ins Kiesbett, da zieht direkt der Nächste vorbei. An Leclerc können wir hier zwar wieder vorbeigehen, aber Gasly ja, lacht sich ja ins Fäustchen. Der hat die frischeren Reifen und hat den Overcut eigentlich gut gemeistert. Der hat da strategisch eigentlich alles richtig gemacht. Der hat mich und vor allem auch Leclerc ja, in den Wind geschossen, mit der eine Runde noch länger draußen bleiben. Wir bleiben im Windschatten jetzt mal drin. DRS ist on. Perez wieder in der Box und wir sind 5. Platz. Wir sind 5. Platz, Leute. Und das hier in Melbourne. What the fuck is going on here? Es wird sehr geil und wir sind jetzt ganz knapp an Pierre Gasly dran. 12. Runde. Und ja, wenn ich Gasly nicht überhole, überholt mich nächste Runde oder so Leclerc. Jetzt sind wir ganz nah dran. Wir bleiben aber hinten, denn wir wissen, es gibt ja für die nächste Gerade auch wieder DRS. Und so ist es. Diesmal den ganzen Schwung mitgenommen, aber kein Kiesbett. Jetzt gehen wir hier rechts rein. Ganz spät auf der Bremse. Gasly lässt das zu und wir übernehmen hier den 4. Platz in... Das ist ein Wahnsinn, oder Leute? Wir übernehmen hier einfach den 4. Platz in Melbourne. Also besser, glaube ich, könnte es nicht laufen. Jetzt ist Leclerc auch an Gasly vorbeigegangen und jetzt wird es halt für uns schwierig. Leclerc hat sich so ein bisschen die Reifen die letzten Runden einteilen können. Der hat ja auch immer in unserem Windschatten da, hat da profitiert auf jeden Fall davon. Und wir können jetzt hier nur zugucken, denn die Reifen sind, wir haben halt von dieser Kampfgruppe die ältesten Reifen mit Abstand. Und da haben wir dieses Manöver gegen Charles Leclerc das erste Mal, dieses Kontern, da ist er ja eigentlich nur reingestochen. Und da konnten wir uns eigentlich gut wehren, würde ich mal sagen. Ich finde auch diese neongelben Fingerspitzen, die machen auch den Anzug ein bisschen cooler. Und dann nach Runde Nummer 12, das war dann, hier pirschen wir uns langsam aber sicher an den guten Esteban, an den guten Pierre dran. Und bis wir ihn dann hier in Runde Nummer 14, also nein, das ist, hier drückt dann auf jeden Fall Charles Leclerc an. Wow, da wird es aggressiv, Halleluja, und da geht er dann auch innen knappen, boah, nicht vorbei. Das war eine ordentliche Sache hier. Wir sind hier in der Runde Nummer 15
Und ja, wir konnten uns zwar ein bisschen von Paris jetzt aktuell absetzen, es wird aber dann trotzdem ein Wahnsinn. Denn hier zieht ihnen aus Leclerc vorbei und ich glaube, dass es jetzt das auch war. Ich glaube nicht, dass wir den noch irgendwie kontern können. Und hinter uns wird es dann noch schlimmer werden. Wir haben Gasly hinten, Perez hinten, die haben alle wesentlich frischere Reifen. Und warum jetzt Perez mit Weiß gestartet ist, ich habe keine Ahnung, Leute. Er startet mit Weiß, dass er dann die restlichen 8 Runden mit Gelb fährt. Also, ja, diese Strategie muss mir Red Bull auf jeden Fall mal erklären, wie man zu dieser Idee kommt. Wir sind jetzt hier an Leclerc dran, unsere Reifen sind natürlich um einiges älter, auch unser Auto ist um einiges schwächer. Wir haben damit Abstand das schwächste Auto von allen in dieser Gruppe. Also sei es der Perez, sei es die Alpine und auch hinten die McLaren. Jetzt sind wir in der Runde Nummer 18 und wir können immer noch vom DRS von Leclerc profitieren. Der kann sich da nicht ordentlich absetzen. Jetzt müssen wir da mal auf Angriffe uns gefasst machen. Perez wird bald angreifen und wir müssen hier abdecken. Nur nicht natürlich zu aggressiv. Jetzt, solange ich im Windschatten und vor allem im DRS von Leclerc bleiben kann, wird das eigentlich eine easy Nummer werden. Nur ab dem Moment, wo wir rausfallen aus der DRS-Zone, ab dem Moment wird es für mich kein einfaches Leben mehr werden. Und das ist leider bald der Fall. Jetzt können wir uns da wieder dran saugen. Und ja, ein Schlüsselpunkt ist auf jeden Fall die nächste Kombination. Denn wenn man hier einen guten Exit oder einen exzellenten Exit hat, ja, dann ist man dran. Wir sind hier in der letzten Runde im letzten Sektor. Jetzt kommt hier Perez noch einmal angeschossen. Kann aber nicht ganz seinen Schwung ausnutzen. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, wir haben das Ganze überlebt. Auch dahinter haben die Leute abreißen lassen. Der zweite Alpine, Ocon, hat abreißen lassen zu Gasly. Wir rutschen hier zwar durch die letzten Kurven durch. Es wird noch einmal knapp, Leute. Es geht auf die Ziellinie zu. Perez kommt ganz, ganz nah dran. Es wird ganz eng. Ja, es hat gereicht, oder? Hat's gereicht? Okay, häng dich rein und fahr das Ding sauber zu Ende. Fünfter Platz, Leute. Das sind unfassbare 10 Punkte. Und das hier ist wirklich so wichtig. Dieses Rennen hat mir Spaß gemacht und war... Das lag heute eindeutig an der fahrerischen Leistung, die Ferrari den Sieg eingebracht hat. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Und da spritzen die Jungs herum. Das war's für heute. Ich bin extrem gespannt. Mich wundert es auch ein bisschen, warum die Ferrari so gut mitfahren können. Also Sainz fährt um den Sieg und Leclerc dann nur irgendwo im vorderen Mittelfeld. Interesting. 7. Platz in der Weltmeisterschaft. Und da häufen sich auch die Punkte. Nigel leider noch immer noch kein Punkt. Und trotzdem muss ich sagen, es war ein echt sehr, sehr stabiles Rennen, auch wenn die Rivalität vermutlich jetzt schon gelaufen ist. Und ich weiß auch nicht genau, warum ich mir unbedingt Sainz hier als Gegner aussuchen musste. Egal, es ist egal, wir werden trotzdem hier alles geben und es wird trotzdem nicht in die Rivalität reichen. Wir nehmen alles mit, denn wir haben einen Punkt, 10 Runden und 30 Runden als Team gefahren und ich glaube, das sind doch gute Ziele, die man auch schaffen kann auf einer Strecke, wo ich vielleicht mental nicht so gut bin. Ja, hier wieder eins fehlgeschlagen, das häuft sich leider auch in letzter Zeit, dass wir immer wieder Sachen hier verlieren, egal, ich würde sagen... Das Rennen war strong, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, wir brauchen einen neuen Sponsor, der mit einem Punkt, glaube ich, ist weg, 75 Sekunden schaffen wir nie im Leben und das wäre dann das Echo, das ist echt ein gutes Verhältnis hier, 120.000 pro Woche, ja, das ist ein guter Payout, 3 Punkte, glaube ich, sollten wir auch schaffen, gerade jetzt, ich glaube, das Auto ist in einem echt guten Abschwung in der zweiten Saisonhälfte, könnten wir, glaube ich, auch hoffentlich um die ersten Podien fahren, aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, denn... Das Qualifying ist immer noch ein riesen Knackpunkt.
gerade bei mir persönlich, ich bin im Qualifying echt grottig und dann generell auch im Rennen, hier müssen wir entscheiden, Upgrade oder Geld, dann nehmen wir Upgrade, weil Geld kann nicht das Upgrade verbessern. Und wir sind hier in der Leistung in Aerodynamik letzter Platz. Das ist wirklich traurig. Der Williams ist sogar hier im Mittelfeld auf jeden Fall. Sehr gut. Wir sind eigentlich, ja, guck dich mal den Strich an bei Aerodynamik. Da müssen wir richtig zulegen. Hier fehlt es da wirklich an allen. Das schlechteste Team aerodynamisch. Und das dann erklärt dann auch manche Situationen auf Start und Ziel, warum wir da nicht so gut mithalten können mit den anderen. Das erklärt, glaube ich, echt viel. Aber heute war es mal. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich freue mich extrem, dass ihr wieder bis zum Schluss geguckt habt. Das heutige Wort ist Triple Crown. Falls ihr wisst, was das ist, schreibt es gerne in die Kommentare, dass ich weiß, wie lange ihr zugeguckt habt. Vielen, vielen Dank für den Support in letzter Zeit und auch generell hier. Abonniert doch unbedingt gern auf den anderen Social Media Channels, @Gaming. Links mal alle unten in der Bio. Und schaut auch gerne auf @Tobi auf TikTok vorbei. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich gerne über kostenloses Abo freuen. Und falls ihr das schon habt, auch gerne über ein Däumchen hier oben, falls euch meine Videos hier gefallen. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.